Hallo und herzlich willkommen zu Raft mit dem Richie und dem Nico. Hallo. Mahlzeit. Richie, wir müssen mal eine Runde Aufklärung machen jetzt hier. Aufklärung? Also pass auf. Es gibt Bienchen, ne? Nein, nicht die Aufklärung. Du weißt nicht, was Substral ist? Was? Du weißt nicht, was Substral ist? Was? Okay. Kommst du jetzt darauf? Ja, weil Nico hat gesagt, das andere Pony ist kleiner, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, gib dem Ding Substral, dann wird er schon. Achso, nee. Das ist sowas wie Viagra. Nee, naja. Jein. Nur für den Rest vom Körper? Das ist ja auch größer. Nee. Nein. Gott. Das ist Viagra für Pflanzen. Ja, genau. Okay. Also, wie soll ich sagen? Es ist, auch es ist Dünger. Weiß ich nicht. Geh doch einfach mal im Baumarkt und sowas und frag nach Substral. Trinkst du mal ein Schlückchen? Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder zu Hause. Okay. Ja. Den nach dem Plan, ne? Pappmühle eigentlich abgebaut. Ich gehe da hin und sage, ich hätte gerne Pflanzen-Viagra und guck mal, was passiert dann. Ja? Ja, das, Ich glaube, dann kriege ich ein eigenes... Ey, Olaf, geht's nicht gut? Olaf hat den Kopf am Hängen. Dann kriege ich ein eigenes Zimmer, glaube ich. Oh, ich habe keine Flossen mehr und keine, Olaf, dann ess doch was. Ja, Olaf ist eifersüchtig. Weil Olaf hat keinen Bock mehr, weil das Neue da ist. Ey, warum isst Olaf denn jetzt nichts mehr? Olaf sieht wirklich krank aus. Was? Ehrlich? Oder kann man... Er hat den Kopf am Hängen. Ja, mach doch noch eine Grasfläche hin. Ja, wir haben nicht so viel. Ja, dann geh doch noch was holen, du Geizkragen, ey. Du bist auch so ein Typ, weißt du? Meine Güte, ey. Ja, hier. Ich geh jetzt erstmal noch ein neues Tier fahren. Nee. Bau mal lieber einen neuen Motor. Polle 13. So, ich kann mal gucken, was man hier noch für Tiere fahren kann. Schere. Wo ist die Schere? Oh, jetzt die fucking Schere. Alter, wer hat sich schon wieder umgerollt? Ist die Schere kaputt? Schere mitgenommen. Ich hab die Schere nicht einmal in der Hand gehabt, ne? Nicht ja, einmal. Gar nicht, weil die Schere ist noch da drin. Ich töte dann noch so ein Wildschwein. Ich soll mal probieren, das Wildschwein zu fangen. Ja, mach das mal, das wäre witzig. Dann stellen wir das zu Olaf, dann haben wir Fleisch. Ja, aber das vermehrt sich ja nicht, also das bringt uns ja nichts. Doch, dann haben wir ein Schweinlama. Ne? Okay. Beiden Werner mit anderen Worten. Ach so, und Dinge wird das, okay. Ja. So, was ist jetzt mit dem fünften Motor? Ich brauche noch einen fünften Motor. Ja, dann. Ihr habt Nico mein ganzes Metall gegeben. Ich weiß nicht, was er damit immer macht. Bau doch mal einen fünften Motor jetzt. Bau damit auf jeden Fall keinen fünften Motor. Warum nicht? Weil ich damit gerade andere Sachen. Boah, wie kann man denn was? Braucht man denn für eine Leiterplatte? Mantaplatte? Ja, Kupferbahn. Bin ich immer noch festgemacht? Okay, ich probiere das jetzt mal, den abzuschießen. Welcher Kategorie ist denn Leiterplatte? Scheiße, Alter. Es geht nicht! Aua, ich hab ein Schwein gefunden. Ich hab ein Netz veruntreut. Für was? Ja, weil ich gedacht habe. Weil das nicht geht. Oh. Jetzt geht der Speedy Gonzales aber richtig ab. Hörst du mal auf, das Schwein zu quälen? Das quietscht bis hierhin, Alter. Ich hab's in den Popo gestochen. Jetzt kommt hier noch eins. Nee, das war der Schwein. Das bin ich. Stich das Ding ab jetzt. Ist ein bisschen Speedy Gonzales, so ein bisschen. Hast du mich gerade gepiekt? Tot? Nein! Du hast es runtergeworfen, was bist du denn für ein Mensch? Alter! Oh, ich werde sterben. Nee, geht. Ich hab Leder. Rawmeat, Leder. Perfekt. Kann Rucksack bauen. Du hast ein Schwein geschlachtet. Alter, der hat das Schwein einfach die Klippe runtergeschubst, weißt du? Ja, das ist... Wie kann man nur das sein? Wo ist denn jetzt der Kackvogel, Mann? Ja, in der Luft meistens. Wie nicht der blaue Vogel? Der Aua! Immer in Bewegung sein bei dem hier. Aber die kann man auch töten. Weiß ich zwar auch noch nicht. Aber... Ich glaube, ich gehe mal zum Floß. Alter, wie häufig braucht man denn jetzt die Schere, Junge? Bei zwei von den Dingern auf jeden Fall häufig. Ja, sehr häufig. Da oben ist irgendwas, was irgendwie Geräusche macht. Auch ein Schwein.
Ah, das Ding kackt auf dich, ne? Nein. Oh, ah. Lol, hier ist ein Reh. Was? Ah, eine Ziege ist es. Hol sie, hol sie. Ja, aber auch noch. Irgendwann können wir dann auf dem Boot Eintritt verlangen, wegen Zoo, Alter. Ziege oder ein Schaf? Nee, nicht töten! Komm her, ich hab Bock auf Rehbraten, Alter. Nein, das ist die Ziege, davon brauchen wir Milch. Ziegen, Milch. Milch. Auch. Abse. Ach. Wo bist du, Bert? Guck dir das an, Bert. Also wie ein paar Toys R Us so ein übergroßes Ding kaufen würde, ne? Es ist 1:1 das gleiche. Es ist einfach unglaublich. Bleib mal kurz stehen, ich brauche ein Thumbnail. Kennst du das so, wenn man mit dem Fisch so ein Foto macht? Das Ding guckt. Achso, Alter! Das Ritchie, Alter! Du hast keine Ahnung, was hier los ist, ey. Ja, ich versuche gerade zum Fluss zurückzukommen. Das Ding, da, weißt du, vorne. Olaf hat schon geguckt, dass ich es keinen Bock hätte. Aber das Ding hier, ne, das schreit sogar noch. Geil, kommt die Mutter, ey. Dann ist Alter, vorbei. Da kommt ein Schwein hinterher. Achtung, gib Gas. Was? Du hast das du drehst gerade das Abendessen weg. So, denkst du, die vertragen sich hier untereinander? Stell das Ding jetzt einfach da rein und gut ist, Alter. John, das heißt, wie heißt es? Soll es heißen? Nenn's einfach Bambi, Alter. So. Holzjogel. Oder nenn's Holzjogel, ja. Nee, Holzjogel? Ja, nenn's Holzjogel, komm. Holzjogel. Jogel? Ja, ne? Warte, ich muss. Wie wird der geschrieben? H-O-I-Z-J-O-G-L. Okay. Erledigt. So! Kann man das auch mähen? Warte, nein, ich zeig dir jetzt, wie das geht. Du glaubst es nicht, aber ich zeig dir jetzt, wie das geht. Holzjogel, Alter. Erstmal muss ich was essen. Hast du gerade Holzjogel getötet? Wird da vielleicht was abgeschnitten mit der Schere? Alter, ihr. Oh, guck mal, Olaf stellt sich auch an zu melken. Alter. Warte mal. Jetzt bin ich ja gespannt, weißt du? Ich hab Milch! Ja! Einmal voller Milch. Wie kann man sich denn so freuen, Alter? Guck es dir an. Guck mal, Olaf hat keinen Bock mehr. Läuft er mit dem Eimer Milch rum, ey. Das gibt's nicht. So, ich kann das trinken. Das ist ja unnötig. Kann ich damit denn noch machen? Nico, was wir noch brauchen? Wo ist das Buch? Wer hat das Buch? Nico, beruhig dich jetzt mal. Wir brauchen noch einen Huhn, ich möchte eine Eierspeise haben. Ja, ich weiß, aber erstmal brauchen wir das Buch. Richard, kannst du der Forschungstisch? Kannst du den Eimer mit oben. Milch in den Kühlschrank packen oder sowas? Alter. Schäumt ihr schon? Hier ist doch der Tisch. Nee? Nein! Forschungstisch, Mann. Hier ist kein Forschungstisch mehr. Hä, wo ist der? Der war oben nee, vorher. Nee, der ist unten. Nee. Hä, der war doch vorher noch da. Ja, hier unten steht er, bei unserem wilden Zoo. Was, wer köchelt denn hier? Ich hab da gerade jetzt eine richtige Suppe reingehauen. Mit Milch? Nee, das noch nicht. Mit Milchsuppe? Ja, wir müssen hier mal Pflanzen bewässern, Alter. Wir brauchen so eine Sprinkleranlage. Wir brauchen jetzt echt recht einen Sprinkler. Hier ist doch der Forschungstisch. Kann ich jetzt hier den Eimer voll Milch erforschen? Nee. Ein Eimer voller Milch. Ja, das ist ja super. Was kann ich damit jetzt machen? Ich glaube, damit kann ich echt nur diese Suppe machen, ne? Nico. Ja. Das. Wir gehen jetzt einen Huhn holen. Diese Tiere, ja. Alter. Ja, wir haben jetzt einen, Olaf Holzjunge und Apollo 13. Ich glaube, das ist kein Mensch, Junge. Ja. Guck mal, wie der Kleine sich unterwerfen muss. Können wir noch eine Ziege holen? Nein. Ja, ist halt die Frage. Komm, hast du jetzt noch einen Netzwerfer? Ja. Ja, dann komm, lass los. Ich kann auch einen Fischeintopf werden jetzt nochmal. Mach jetzt hier. Ich tu den Eimer jetzt mal hier rein. Komm jetzt hier ran. Alter. Wir brauchen einen neuen Eimer gleich, ne? Ich weiß ja nicht. Aber wann sieht man, wenn die Ziege wieder voll ist? Hast du die mal geschert? Kann man die scheren? Alter. Nicht, ne?
Ja, ich komme ja. So, jetzt suchen wir den Vogel. Wo ist das Hühnchen? Da drüben Klaus? Ist. Was ist das? Wo bist du? Da, das ist ein Wildschwein hier geradeaus. Ja, jetzt töten wir brauchen Leder. Aber ja, gut. Leder ich. Ah, ich wollte mir eigentlich den Rucksack bauen. Können wir uns nicht eine Schrotflinte bauen? Nee, das geht noch nicht. Sollen wir das Schwein töten? Bist du da? Jo. Ah, ich hab Hunger. Muss zurück. Beste Voraussetzung, um ein Schwein zu töten. Ja. Da kommt der Vogel, da kommt der Vogel. Jetzt dieses Wildschwein kommt, ne? Au, ist nämlich voll getroffen, ne? Bist du da wieder da, Nico? Alter, jetzt kann man aus einer Pflanze dreimal Mangosamen raus. Der Fluss ist ein bisschen am Schwanken. Ja. Bisschen Seegang hier. Frag mal die Tieren, wie es denen geht da oben, ey. Da oben, ja, da unten. Da schwankt das nicht so doll. Ich sehe doch, dass der heute schon wieder voll ist bei der Tiger, ne? Nico, Alter, komm jetzt hierher! Ja, ich muss essen! Nico ist der Euter-Spezialist hier, der kennt, wenn er voll ist. Boah, hast du mich gerade schockt, ne? Warte mal. So. Ich hab das jetzt hier. Was hast du? Alter. Was? Guck mal, Richard. Wo bist du, Richie? Hier, da. Du das, oder? Ja. Ja? Mega geil. Willst du, welche Klasse gehst du? Zweite, oder? Was? Hallo, was macht ihr denn? Er hat einen Rucksack gebaut. Alter, willst du jetzt nicht zurückkommen? Ich brauche noch mal zu essen, sonst überlebe ich das nicht. Ich brauche noch was zu essen, sonst überlebe ich das nicht. Der Junge macht irgendwie, aggressiv, ja, mich auch. Du hast halt 5 mehr Plätze durch diesen Rucksack, ne? Das ist voll unnötig. Lol. Seid ihr mal fertig langsam? 5 ist ja gar nicht so viel. Ne, 5 ist halt echt nicht so viel. Gib aber noch einen großen Rucksack, glaube ich. Ne. Für die Oberstufe? Nicht? So, ich bin wieder da, wo bist du? Ich bin jetzt ein bisschen da oben, wo wir das Wildschwein gefunden haben. Wo bist du da oben? Weil ich bin unten da, wo das Wildschwein ist. Das kommt gerade auf mich zugerannt. Ja, dann mach das mal kalt und dann gucken wir weiter. Das ist ein bisschen schwer, weil das hat so ein Speedy Gonzales Wurf drauf. Ist das hier runter? Ich sehe das Hühnchen tatsächlich gar nicht. Ey, das speedet mir eindeutig zu weit weg hier. Komm zu dir. Alter. Ah, da seid ihr. Ist etwa das Wildschwein graulen oder was? Jo. Hey, jetzt läuft's weg. Bitte das. Mich getroffen. Wo ist es? Weiß ich nicht. Hallo? 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 Lol. Hey. Ist es da unten? Da ist es tot, oder? Ja. Hast du es etwa runtergeschmissen? Ja. Entschuldigung. Ich habe was rausgeworfen, ich habe noch was aufgeworfen. Brauchen wir nicht. Raw Meat, das brauchen wir. Weg. Okay. Weiter geht's. Hühnchen. Achso, Werner. Ich bin hinter dir, ne? Also. Ja. Alter, wir müssen Tierpfleger einstellen, das ist ein Vollzeitjob hier. Wir müssen schon wieder 3 so eine Kackflächen gewässert werden. Jetzt habe ich dich verloren, Nico. Ich bin durchs Wasser. Hier war gerade eben die Höhle, aber da ist jetzt wahrscheinlich kein neuer Schmutz drin. Glaubst du? Nee, keine Ahnung, wo du hin bist. Ich bin unten durch eine Höhle rausgegangen. Ey, da ist der Vogel. Mal da hinten auf der. Ich glaube, da waren wir noch nicht auf der. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo du bist. Bin auf so einer. Abgedingsten hinter der Maininsel so gesehen. Hier könnte der Vogel sein, hier waren wir noch, glaube ich, noch nicht. Alter, das Ding trifft mich halt jedes Mal, ne? Das ist unglaublich. Bewegen. Hallo. Okay. Toll. Hallo.
Alter, schon wieder. Ich bin gleich tot, ne? Lang dauert's nicht mehr. Alter, drüben bist du, Nico. Ah, aber hier gibt's es immer noch nicht. Hier ist dieser Kackvogel einfach nicht. Alter, ich hab gedacht, das sei ja das, was du. Danke. Werner ist der blöde Werner Vogel. Werner ist auch ein richtiger Vogel, ja. Kann dieses Drecksvieh mal auf dich gehen, nicht immer auf mich? Das ist ja Wahnsinn. Ja, du musst dich bewegen, dann trifft er dich auch nicht. Such. Werner, such. Ich hab schon lange kein Heim mehr gesehen. Ist er vielleicht auch irgendwie ins Wasser gefallen und tot? Echt traurig. Nee, ist einfach keins, ne? Was war denn hier? Oh, eine Ananas. Hm. Sieht schlecht aus, Nico. Gehen wir nochmal hier geradeaus weiter, weil da habe ich auch die anderen Tiere her. Oder haben wir die anderen Tiere her? Ja. Alter, wenn die Ziege rummuckt während dem Fahren, dann steche ich sie ab. Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr, weil wir sie als Haustier haben. Achso. Vermute ich mal so. Kommen wir hier hoch irgendwie? Ja, wir müssen hier hoch, glaube ich. Da war auch nichts. So ein Mangobaum kannst du auch abbauen. Irgendwo muss das Ding doch sein. Du bist jetzt einfach nicht da. Hier war ich noch nicht. Warst du hier schon? Moin. Nee. Hier unten ist auch nichts, ne? Auch nicht so. Kann doch nicht sein. Da drüben, glaube ich, waren wir jetzt mittlerweile schon viermal. Sehen halt alle gleich aus, diese Dinge. Ja, das ist ja das Problem. Ja, da hinten ist Werner, da brief der Vogel gerade. Schon wieder. Also, ich bin echt ein fixer Bringer für den dummen Vogel. Ey. Ja. So, hier ist der Vogel. Jetzt gut, dass er vorher mir vorbeifliegt zu dir. Geh mal hier rüber, ne? Hier war ich noch nicht, glaube ich. Ah doch, hier waren wir auch schon. Ich glaube, der ist hier einfach nicht. Lass mal schlafen gehen. Ja, wir gehen mal schlafen, komm. Ja, jetzt endlich so, dass es gerade hell wird. Ja, ich bin müde. Alter, das Lama schreibt bis hierhin, ey. So, haben wir noch drei Betten? Haben wir wahrscheinlich eh nicht mehr, ne? Ist eh hell, also ich meine morgens, also. Dann töte ich gleich den großen Vogel. Nee, geht nicht. Lass mal wegfahren, ich will gucken, ob die Motoren besser funktionieren jetzt. Nee, warum sollen die besser funktionieren? Weiß ich nicht. Gut, ja, liebe Leute, wir sind aber fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao mit V. Tschüss.